Hi Leute, hier ist Heike Hab Christian. Mikrowellen genießen in einigen Kreisen ungefähr genau das gleiche Ansehen wie Impfungen. Und mir wurde jetzt schon öfter die Frage zugetragen, was ist da dran? Ist Nahrung aus der Mikrowelle tatsächlich schädlich? Sind Mikrowellen irgendwie schädlich, krebserregend oder sowas? Ist das gefährliche Strahlung? Und darum geht es in diesem Video. Zuerst sollten wir uns damit auseinandersetzen, was eine Mikrowelle überhaupt tut oder was Mikrowellen überhaupt sind. Und dazu muss man ein bisschen was von Physik verstehen, ich versuche es aber so einfach wie möglich zu halten. Um uns herum existiert überall Strahlung. Das Licht, das wir sehen, ist Strahlung. Die Handystrahlung, die unser Handy abschickt, ist Strahlung. WLAN ist Strahlung. Strahlung ist ganz von Natur aus auch da. Man kann nicht ohne Strahlung irgendwie leben. Dann wäre es auch stockduster und alles. Ne? Also Strahlung ist nicht per se schlecht. Strahlung ist erstmal einfach da. Und man kann verschiedene Arten von Strahlungen sortieren im sogenannten elektromagnetischen Spektrum. Und das geht von ganz, ganz klein, was in dieser Abbildung ganz links ist, bis zu ganz, ganz groß, was in dieser Abbildung rechts ist. Also klein, das ist weniger als ein Zentimeter, weniger als ein Millimeter, weitaus weniger als ein Millimeter. Und lang, das können mehrere Kilometer sein. Und wie ihr sehen könnt, dazwischen liegt irgendwo das sogenannte sichtbare Licht zwischen 400 und 700 Nanometern. Das ist dieser Bereich, der hier so lustig farbig eingezeichnet ist. Also das ist schon eher so in Richtung klein. Und was man wissen muss, ist, je kleiner die Wellenlänge wird, desto energiereicher ist die Strahlung. Also eine sehr energiereiche Strahlung hat zum Beispiel das Potenzial, Atome zu ionisieren. Das heißt, Elektronen vom Atom wegzukicken, wodurch das Atom dann eine Ladung bekommt und anfängt zu strahlen, um einen neuen stabilen Zustand zu erreichen. Und das ist zum Beispiel die Gammastrahlung. Also das, was zum Beispiel passiert, wenn so ein Kernkraftwerk in die Luft fliegt. Das ist sehr, sehr energiereiche, sehr, sehr kurzwellige Strahlung. Jetzt gehen wir mal ans andere Ende vom elektromagnetischen Spektrum zu der langwelligen Strahlung. Da haben wir zum Beispiel Radio, also UKW, oder WLAN-Strahlung, oder wenn wir noch relativ nah am elektromagnetischen Spektrum dran sind, haben wir Infrarotstrahlung, also Wärmestrahlung. Übrigens dann versteht man auch, warum UV-Strahlung tendenziell schädlich ist, weil sie eben energiereicher ist und das Potenzial hat, Sachen zu zerstören. Und in dem Bereich finden wir eben auch unsere Mikrowellenstrahlung. Mikrowellenstrahlung ist hier, wenn man guckt, ungefähr zwischen Radar und zwischen Radio. Dementsprechend, also wenn man nicht glaubt, dass ein Radio schädlich ist und wenn man nicht glaubt, dass Radar schädlich ist, dann warum sollte man glauben, dass die Strahlung aus einer Mikrowelle schädlich ist? Eben, das macht schon aus dem Sinne keinen Sinn. Um es also ganz deutlich zu sagen, Tschernobyl ist hier und Kartoffeln aus der Mikrowelle sind da. Komplett ganz woanders, komplett unterschiedlich physikalisch und schon aus dem Sinne nicht schädlich. Die spannende Frage ist ja jetzt, wie Mikrowellen eigentlich Essen warm machen. Und das funktioniert dadurch, dass Wasser, das Wassermolekül ist polar. Das besteht ja, ist ja H2O, also zwei Wasserstoffmoleküle, ein Sauerstoffmolekül. Und wenn wir hier das O haben, ist hier und hier ein H. Und du hast also quasi ein Ladungsungleichgewicht. Und die Mikrowellenstrahlung kann jetzt bewirken, dass das Wasseratom sich in Drehung versetzt. Und durch die Reibungsenergie, die dabei entsteht, wird das Essen warm. Ziemlich cool. Es wird ja immer gesagt, ja, aber das, was das so schädlich macht, ist, dass in der Mikrowelle dann die Strahlung ausweichen kann. Also die kann auslecken und geht dann irgendwie da raus und das ist gefährlich. Erstmal werden Mikrowellen regelmäßig getestet und das, was an Strahlung rauskommt, ist immer sehr, 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 sehr viel geringer als der Richtwert. Es ist meistens so ein Hundertstel vom Maximalwert. Und weil das so wenig ist, kann man auch einfach einen Meter von der Mikrowelle weggehen und dann kriegt man gar nichts mehr ab. Das ist weitaus weniger als dein Handy in der Hosentasche. Was Mikrowellen noch immer vorgeworfen ist, ist, dass sie Proteine denaturieren und die dadurch irgendwie schädlich machen.
Und das Wort denaturieren klingt natürlich erstmal ganz schlimm, so entnatürlich machen und sowas. Das ist aber eigentlich was Gutes, denn wenn Proteine nicht denaturiert werden, kann unser Körper die meistens auch nicht so gut aufnehmen. Stellt euch mal vor, das hier ist jetzt die sogenannte Primärstruktur eines Proteins. Wir haben hier eine Aminosäure, die verbunden ist mit einer anderen Aminosäure. Und so liegen Proteine aber in der Natur nicht vor. Die liegen normalerweise als ein räumliches Gebilde vor. Die Tertiärstruktur, die Quartärstruktur. Also quasi, wenn wir das hier machen. So, das ist jetzt ein Protein in der Nahrung. Und was beim Denaturieren passiert, ist, dass das an einigen Stellen wird das hier und da so ein bisschen aufgefalten. Die Primärstruktur ist da aber ja immer noch vorhanden. Also wir sehen hier immer noch unsere Aminosäuren drin und darum geht es. Und wenn das denaturiert ist, kann der Körper da auch leichter drankommen. Das ist auch genau das Gleiche, was mit der Magensäure passiert. Die Magensäure denaturiert ebenfalls. Und deshalb ist es erstmal per se nicht furchtbar, wenn etwas denaturiert wird, sondern es ist ganz normal. Das passiert auch in unserem Körper. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, was die Wissenschaft dazu sagt. Also was sagen Studien aus, die das Kochen von Nahrungsmitteln in der Mikrowelle mit anderen Kochmethoden vergleichen, hinsichtlich Vitaminen oder sowas oder Mineralien, was ja auch mal so eine Sache ist, so, alle Vitamine werden in der Mikrowelle zerstört. Und zunächst mal muss man sagen, ja, viele Vitamine, beziehungsweise wahrscheinlich alle Vitamine, sind hitzeempfindlich. Allerdings kann man sich das nicht so vorstellen, dass wenn ein Vitamin, sagen wir mal, bei 100 Grad kaputt geht, dass du erreichst 100 Grad, zack, alles tot. So schnell geht das nicht. Das dauert eine Zeit und das ist eher, das geht immer so langsam runter, der Vitamingehalt. Und das hängt von mehreren Faktoren ab. In der Regel hängt es von Temperatur, der Zeit und Wasser ab. Temperatur im Sinne von, je höher die Temperatur ist, desto schneller geht der Verfall. Zeit, je länger man etwas kocht, desto höher ist der Verfall. Und Wasser, das ist eher so, wenn du, wenn du Zucchini in 2 Litern Wasser kochst und du gießt danach das Wasser weg, die Mineralien und so gehen in das Wasser über, du schmeißt das Wasser weg, hast Mineralienverlust. Und in der Mikrowelle ist es so, das wurde sehr, sehr oft gezeigt, dass die Zeiten, die man hat, ja ziemlich kurz sind in der Regel, dass die Temperatur nicht wirklich hoch ist und dass man sehr viel weniger Wasser benutzen kann. Man kann mit nur relativ wenig Wasser Sachen in der Mikrowelle kochen und hat dementsprechend auch weniger Mineralienverlust, weil weniger von der Angriffsfläche von den Lebensmitteln mit Wasser in Kontakt kommt. Und ich habe euch hier drunter mal zahllose Studien verlinkt, die sich auf Mikrowellen beziehen, auf die Sicherheit von Mikrowellen zum Zubereiten von Nahrung. Und die sagen alle, dass es überhaupt kein Problem ist, Nahrung in der Mikrowelle zuzubereiten. Dass es sogar für manche Lebensmittel die gesündeste und beste Zubereitungsmethode ist, weil sie am wenigsten Nährstoffverlust verursacht. Das Fazit ist also, das ist mal wieder viel Lärm um nichts mit der Mikrowelle und wenn ihr Nahrungsmittel in einer Mikrowelle zubereiten wollt, go ahead, tut es. Ich habe keine Mikrowelle, weil ich die Dinger irgendwie nicht so praktisch finde. Ich habe meinen Instant Pot. Aber wenn ihr es machen wollt, dann ist das kein Problem. Ihr werdet dadurch nicht an Krebs sterben oder sowas oder kriegt Verdauungsleukozytose oder alle diese Mythen, die nicht faktenbasiert sind. Dementsprechend, ja, Mikrowellen sind cool. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mich abonnieren wollt, findet ihr hier die Möglichkeit bei der Bubble. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Videoanregungen, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in einem nächsten Video.